Hallo und herzlich willkommen bei uns hier in Oskarshausen. Wir sind wieder live heute zum Thema Zuckertütenfest. Wir haben ja letzte Woche schon mal darüber ein Video gedreht und jetzt haben wir noch mal ein paar neue Produkte rausgesucht, weil das so gut bei euch ankam und das Zuckertütenfest ja auch immer näher vor der Tür steht. Und da wollte ich euch heute noch mal ein paar neue Produkte zeigen. Zum einen haben wir hier diesen richtig tollen Block. Das ist eine Meerjungfrau. Also ich glaube, ich hätte es früher sehr, sehr cool gefunden. Es glitzert auch schön, schön mit einem Regenbogen. Genau, und da kann man seine ganzen Geheimnisse aufschreiben, seine Notizen. Das Ganze haben wir auch nochmal in Blau. Genau, und das Ganze kostet 5,95 Euro. Und die Produkte, die ihr hier seht, findet ihr dann auch alle bei uns im Onlineshop unter oskarshausen.de. Genau, außerdem haben wir hier noch ein richtig schönes kleines Mäppchen mit einem Regenbogen drauf. Passt auch super zu dem Blog, finde ich eine coole Kombination. Da kann man zum Beispiel super seinen Schlüssel reinpacken oder vielleicht auch mal ein Pflaster, so ein kleines Erste-Hilfe-Federmäppchen. Genau, und das kostet 7,95 Euro. Dann haben wir noch richtig schöne Tassen, wo man schon direkt am Morgen mal kurz das 1x1 durchgehen kann. Und einmal hier mit dem Maulwurf und mal mit der Maus, finde ich auch richtig cool und kostet 6,95 Euro. Genau, kann man direkt am Morgen schon mal eine kleine Lernsession machen. Genau, was haben wir noch? Dann haben wir noch unsere Lernkarten, auch von der Maus, finde ich auch ziemlich cool. Wir können ja mal reinschauen, sind so große Karten, wo man dann direkt das Alphabet hat und es sozusagen nachschreiben kann, um die Buchstaben besser zu lernen. Ist auch noch ein Stift dabei und man kann das auch direkt dann von den Karten wieder abwischen. Genau. Die kosten, muss ich mal kurz schauen, 7,95 Euro. Dann haben wir noch einen richtig coolen Schreibblock. Also es ist sozusagen so ein Neon Writing Board. Da kann man dann mit dem Stift draufschreiben und ganz coole Bilder machen. Kann man zum Beispiel auch das Alphabet drauf lernen. Und ganz einfach, wenn man sich verschrieben hat oder es nochmal am nächsten Tag neu machen will, kann man es mit dem Radiergummi wieder wegwischen und wieder neu anfangen. Genau, und das Ganze kostet 8,95 Euro. Dann haben wir noch das Übungsbuch mit den Eulen. Finde ich auch ziemlich cool. Also alles Thema Zuckertüte, Thema Einschulung und da kann man dann auch zu Hause richtig schön lernen und sich für den Schulstart vorbereiten. Hier zum Beispiel die 1 und genau die ganzen Zahlen, die man so für die erste Klasse braucht und finde ich auch super süß hier mit den Eulen, die man dann so, die den Lernprozess begleiten. Genau, das Ganze kostet 3,95 Euro und ist auch bei uns im Onlineshop erhältlich. Genau, was haben wir denn noch Cooles? Hier, die finde ich auch ziemlich toll. Das sind Filzstifte. Sind auch richtig viele drin, in allen Farben, wie man es sich nur wünscht. Also damit kann man wirklich auch super das mit in die Zuckertüte packen und in die Schule starten und genau, richtig schöne Bilder in der Schule malen. Genau. Dann haben wir auch noch eine richtig schöne Überraschung für euch. Also ich erinnere mich gerne an meinen Schulstart, wo wir alle aufgeregt waren, uns die Zähne hier vorne gefehlt haben und ja, einfach aufgeregt waren, welche Freunde mit einem in die Klasse kommen und wo ich dann meine kleine Schultüte in der Hand hatte. Genau, und diese Bilder, diese Erinnerungen, die ihr vielleicht auch schon geschossen habt, vielleicht von euch früher oder von euren Kindern, würden wir gerne sehen, also teilt die sehr, sehr gerne mit uns auf Facebook oder auf Instagram, schickt die uns gerne als kleine Nachricht, schreibt was Süßes dazu oder auch das Bild reicht. Und unter euch, unter den Bildern, würden wir dann auch gerne eine kleine Überraschung für die ganze Familie verlosen. Genau, also teilt gerne die Bilder mit uns und ja, vielleicht können wir unsere gemeinsamen Erinnerungen dann zusammen feiern. Genau. Ich weiß nicht, ob wir noch irgendwas hier vergessen haben auf dem Tisch. Ein paar Sachen, die wurden auch letzte Woche schon vorgestellt. Zum Beispiel hier diese coolen Stifte, die ich auch nochmal mitnehmen wollte, weil ich die so cool finde, weil man da richtig süße Tiere mitmachen kann. Genau.
Und natürlich gibt es dann hier in Oskarshausen vor Ort auch noch viel, viel mehr zum Shoppen. Also könnt ihr auch gerne vor Ort wieder vorbeikommen. Wir sind ja auch wieder offen und freuen uns, euch dann wieder willkommen zu heißen. Und da gibt es noch viel, viel mehr Auswahl. Das würde gar nicht alles hier auf den Tisch passen. Genau, und dann wollte ich noch was sagen. Und zwar gibt es am 11.07., das ist der Sonntag jetzt, noch Plätze beim Frühstücksbrunch. Und wir bauen immer ein richtig schönes Buffet für euch auf. Und dann könnt ihr euch vorher anmelden. Also schreibt gerne eine kurze E-Mail an event@oskarshausen.de oder guckt nochmal auf unserer Webseite vorbei. Da kann man dann nämlich einen Tisch reservieren und dann könnt ihr mit eurer ganzen Familie am Sonntag vorbeikommen, macht nochmal einen kurzen Abstecher dann hier in Oskarshausen, stärkt euch beim Frühstücksbrunch und dann kann der Tag starten. Genau. Und zum Schluss wollte ich nochmal kurz sagen, dass wir auch nächste Woche wieder für euch live gehen und da kann ich ja schon mal was Kurzes vorwegnehmen. Und zwar geht es da um unsere Produkte, die wir euch gerne präsentieren wollen am Montag. Und zwar haben wir richtig coole neue Tassen im Sortiment. Ich zeige die nur mal ganz kurz, weil mehr kommt da nächste Woche. Wir haben nämlich Tassen mit dem Oscar bedruckt. Und ich bin ein richtiger Fan davon, weil da schon unsere neuen Sachen auch drauf sind, unsere neuen Fabriken, die gerade auch noch gebaut werden. Hier zum Beispiel unsere Glücksfabrik. Genau, da würden wir euch aber nächste Woche mehr zu erzählen noch. Und hier wird auch noch fleißig gebaut. Vielleicht hört man es auch hier im Hintergrund. Und genau, das wird aber auch alles bald für euch öffnen und dann müsst ihr unbedingt mal vorbeikommen und euch das Ganze angucken. Und wenn es euch gefällt oder auch nicht, wir sind auf jeden Fall immer offen für eure Bewertungen. Schreibt uns, wie es euch gefallen hat, was wir besser machen können und genau, hinterlasst uns eure Bewertung gerne. So, genau, also ich würde jetzt noch mal eine Runde im Online-Markt vorbeigucken gehen, gucken, ob alles für euch bereit ist. Vielleicht gucke ich auch noch mal hier vor Ort, ob ich was Schönes finde. Ich hoffe, ihr macht das auch und vielleicht könnt ihr eure Zuckertüte dann perfekt mit den Sachen hier füllen und seid bereit fürs Zuckertütenfest. Also bis dann!